Herr Kurtowitsch, Sie haben Ihren Sohn verloren letztes Jahr am 19. Februar des Jahres 2020. Können Sie von dieser Nacht erzählen? Ja. Kurz nach 22 Uhr hat mir meine Tochter eine SMS geschrieben, per WhatsApp hat sie mir geschickt. Es ist eine Schießerei in der Stadt. Und meine Söhne waren nicht zu Hause. Zwei sind Fußball spielen gegangen, haben sie aber mit einem Freund raus. Weil Fußball hat ihn nicht interessiert. Und dann habe ich die drei angeschrieben, angerufen, angeschrieben. Zwei haben sich gemeldet. Der eine war in der Shisha-Bar, hat Fußball geguckt. Der zweite war bei einem Freund, der Ältere. Der Jüngere war in der Shisha-Bar. Hamza hat sich nicht gemeldet. Und normalerweise, wenn ich ihn anrufe und er sich nicht meldet, innerhalb kürzester Zeit ruft er zurück. Und dann habe ich aus dem Fenster gesehen und da war der Hubschrauber in der Luft. Vorher hat mir noch mein älterer Sohn geantwortet: Papa, es ist nicht in der Stadt, es ist in Kesselstadt, am Lidl. Ich habe den Hubschrauber gesehen und bin sofort raus. Aus einem einzigen Grund, weil er sich nicht gemeldet hat. Hätte er sich gemeldet, wäre ich da gar nicht hingegangen, um da zu stören oder zu gaffen oder. Ich wäre nicht hingegangen, wieso denn auch? Und dann bin ich da hingekommen an den Tatort. Vorne war abgesperrt. Ich habe gefragt, ich habe noch Willi im Auto liegen gesehen. Das Auto war nicht abgedeckt. Also ich habe ihn gesehen. Und dann bin ich um das Haus rum. Ich wollte in die Arena mal reingucken. Ich habe die Einschusslöcher in der Scheibe gesehen, aber ich konnte nicht reinsehen, weil da Milchglas ist. Und dann bin ich wieder zurück. Und dann habe ich die Leute da gefragt, ich suche meinen Sohn. Da kennt ja jeder jeden in dem Viertel. Keiner wusste was. Und da habe ich einen Freund getroffen, der da Lebensmittelladen um die Ecke. Und er fragt mich, er hat mir erzählt, er hat Momo in den Krankenwagen, also er hat ihm Ersthilfe gemacht, hat, da habe ich gesagt, ich suche meinen Sohn. Und er fragt mich, welchen. Weil ich habe drei Söhne. Ich habe gesagt, Hamza. Und dann klopft er mir so auf die Schulter und sagt zu mir, geh nach Hause. Du weißt doch, dass dein Sohn da nicht drin ist. Der geht da nicht rein in den Laden. Weißt du das nicht? Aber ich habe immer noch keine Ruhe gefunden. Ich habe ihn, ich glaube, gefühlt 100 Mal angerufen. SMS geschickt, bitte melde dich, bitte melde dich. Und dann bin ich nochmal vorgegangen. Dann kam ein Polizist aus dem Gebäude raus. Ich habe ihn zu mir gerufen, er ist gekommen, habe ich gesagt, ich suche meinen Sohn. Wie sieht er aus? Ich habe ihn beschrieben und er war so auffällig angezogen, man sieht es aus dem Flugzeug. Und er sagt, er guckt mir ins Gesicht. Eiskalt sagt er zu mir, so einer liegt hier nicht drin. In dem Augenblick sehe ich, wie sie ihn raustragen. Aber ich habe ihn nicht erkannt, weil er komplett abgedeckt war. Er war abgedeckt. Sie wussten damals nicht, dass er es war. Nein, ich wusste es nicht. Sonst wäre ich dem Krankenwagen hinterhergefahren. Ich wusste es nicht. Und ich drehe mich so nach rechts und da steht der Freund von meinem Sohn, der Juma. Weil die waren zusammen draußen. Ich sage zu ihm, wo ist Hamza? Sagt zu mir, er ist drin. Habe ich gemeint, wo ist er drin? In der Arena war. Sagt aber, ich bin rausgegangen, er ist drin geblieben. Dann hatte ich noch diese Hoffnung in mir, vielleicht ist er auch draußen. Dann bin ich zu einem Freund von Hamza gegenüber, oder ein Freund der Kinder, sage ich jetzt mal, der da gegenüber eine Autowerkstatt. Ich habe gesagt, hier ist der, ich habe geklopft, er hat noch drin an den Autos rumgeschraubt. Habe ich gesagt, ist der Hamza da? Sagte zu mir, nein, wieso? Ich meine, hast du es nicht mitbekommen? Sagte zu mir, nein, was ist? Die Schießerei ging, ich sagte, ich habe nichts gehört. Aber komm, sagt er sagt noch Onkel zu mir, komm Onkel, wir finden Hamza schon, der muss hier irgendwo sein.
Dann hat mich mein älterer Sohn angerufen und zu mir gesagt, Hamza ist leicht verwundet, er hat einen Armschuss, ist ins Krankenhaus gebracht worden. Ich bin nach Hause, habe meinen Sohn, habe meine Frau noch angerufen, zieh dich bitte an. Ich hatte einen Jogginganzug, glaube ich, eine Jogginghose. Ich habe mich umgezogen, habe eine Hose angezogen und wir sind ins Auto gestiegen. Ich habe meinen Sohn angerufen, er soll vorne an der Ecke auf uns warten, an der Hauptstraße. Und dann bin ich am Täterhaus vorbeigefahren. Was ist das Täterhaus? Wo der Täter gewohnt hat. Ich bin vorbeigefahren und wurde an der nächsten Ecke von der Polizei gestoppt. Die sagten zu mir, hier ist Vollsperrung, Polizeieinsatz, Sie müssen zurückfahren. Dann habe ich gedreht und bin nochmal am Täterhaus vorbei. Also zweimal. In einer Minute vielleicht. Wussten Sie damals schon, dass es der Täter war? Nein. Wieder noch. Ehrlich gesagt, im Augenblick hat mich nur mein Kind interessiert. Alles andere habe ich ausgeblendet. Und dann bin ich vor zum Kutschumacherplatz, habe meinen Sohn und den Freund, den Juma, eingesammelt von Hamza. Wir sind ins Stadtkrankenhaus gefahren, da war schon mein jüngerer Sohn. Er war schon drin, hat sich erkundigt, Hamza war da nicht. Da war nur der Idris. Er ist ins Auto gestiegen, wir sind zum nächsten Krankenhaus, zum Winzelkrankenhaus. Da war der Momo. Und niemand sonst. Da habe ich mein Handy genommen. Die erste Klinik, die mir eingefallen ist, war die BGU, Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik. Habe das gegoogelt, habe die auch telefonisch erreicht. Die Frau sagte, wir haben hier einen Schwerverletzten, nicht Schwerverletzt, sie hat anders formuliert. Wir haben hier einen Verletzten aus Hanau. Die Ärzte kämpfen. Wir können ihn keinen Namen nennen, weil wir es nicht wissen. Gehen Sie zur Polizei und fragen danach. Die werden Ihnen Informationen geben. Dann bin ich zur Polizeistation gefahren. Da standen Busse aus Rheinland-Pfalz, aus Bayern. Ich wollte rein, da ist so eine Schranke. Die haben mich gar nicht reingelassen. Worum geht's? Ich habe gesagt, ich suche meinen Sohn. Von wo? Habe ich gemeint, da er ist verwundet. Ich möchte wissen, wo er ist. Gehen Sie nach Hause, Sie werden angerufen. Ich meine, wer fährt in so einer Situation nach Hause? Kein normaler Mensch. Und da habe ich mich nochmal ins Auto gesetzt. Ich habe zu meiner Frau gesagt, wir fahren jetzt zum Tatort. Die müssen doch wissen, wo der Krankenwagen hin ist. Da sind wir da hingefahren. Worum geht's? Dann haben die uns in so einen Stadtbus reingesetzt. Das war wie so ein Wartezimmer. Das hat 10, 20 Minuten gedauert. Dann kam so ein Kleinbus. Ich glaube, das war das Deutsche Rote Kreuz oder Johanniter. Ich weiß es nicht mehr. Die haben uns da reingesetzt und da waren noch andere Angehörige, die ich nicht kenne. Also, wenn die mir jetzt über den Weg laufen würden, ich würde dich wiederkennen. Und haben uns in diese Polizeihalle gebracht, die hier so schräg gegenüber ist. Die haben unsere Daten aufgenommen. Der Polizist, der meine Daten aufgenommen hat, der kam aus Schweinfurt. Ich habe ihn am Dialekt sofort erkannt, habe mich auch mit ihm unterhalten. Der hat mich auch zur Toilette begleitet, hat mich auch vorne ans Tor begleitet, dass mein Sohn, meine Söhne und der Freund überhaupt reingelassen werden. Die sind dann auch in die Halle gekommen. Um 2:30 kommt der Kripo-Beamte rein, ruft mich durch und sagt, hier bin ich, wer sind Sie? Ich habe gesagt, ich bin der Vater, das ist die Mutter, das sind die zwei Brüder. Bleiben Sie sitzen, wir kommen gleich zu Ihnen. Okay. Dann, ich gefühlt, bin ich jede halbe Stunde vor, habe gesagt, wo ist, in welchem Krankenhaus ist er? Sagen Sie mir doch bitte nur, wenn ich im Krankenhaus ist, ich brauche Sie nicht. Ich finde das schon. Ich will mein Kind sehen. Ich will wissen, wo er ist. Wir kommen gleich zu ihm. 6:30
erzählt er mir noch, der Streifenwagen ist auf dem Weg ins Krankenhaus, um den Verletzten zu identifizieren. Er sagt den Verletzten. Und sie haben immer noch die Hoffnung, Armschuss. Ich meine, Szenario, ich bin kein Mediziner. Egal wie schwer es ist, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass er den Arm verliert. Aber er lebt. Und gegen 6:30 kommt er rein und liest die Namen durch, die es nicht geschafft haben. Eiskalt. Meine Frau ist zusammengebrochen, meine Tochter ist zusammengebrochen. Die ist auch zwischenzeitlich gekommen. Die haben uns dann in so einen Raum gebracht. Umkleide, Kabine, Schiedsrichterraum, ich weiß es nicht. Mein Sohn hat gegen die Wand geboxt, der Ältere. Hier war alles auf. Ich habe ihm gesagt, rufen Sie doch bitte den Krankenwagen oder den Arzt, der soll meine Frau eine Spritze geben. Der hat diese Seelsorgerin gerufen. Die kam dann rein, hat so geguckt, so nach, nein, die muss rein, das muss raus. Die wissen gar nichts. Also die wissen nur, dass er tot ist, mehr wissen die nicht. Und da haben sie uns eine Nummer gegeben, 069, Polizeipräsidium Offenbach. Rufen Sie da ab 8 Uhr, Sie bekommen alle Informationen. Wir kamen nach Hause, ich habe die Hausärztin angerufen, die kam, hat meiner Frau eine Spritze gegeben, meiner Tochter eine Spritze, dem jüngeren Sohn eine Spritze, der Ältere hat Tabletten bekommen und ich habe nichts genommen, weil einer muss bei klarem Verstand sein, einer muss es aushalten. Und um 8 Uhr habe ich da angerufen. Wo ist mein Sohn? Ich will ihn sehen. Erst haben die gesagt, worum geht's? Die wissen noch gar nichts. Das Informationszentrum muss eingerichtet werden. Die melden sich. Um 10:30 rufen die mich an, rufen mich zurück. Die wissen nicht, wo er ist. Das BKA, der GBA, Spurensicherung. Wissen Sie, keiner von uns war auf das vorbereitet. Keiner. Ich hatte auch nie was mit der Polizei zu tun. Geschweige denn mit so einem Anschlag oder mit so einem Todesfall. Hatte ich nie was damit zu tun. Und was macht man? Man glaubt denen. Man ist ja angewiesen, denen zu glauben. Im Endeffekt hat sich herausgestellt, wir wurden komplett belogen. Wir wurden belogen und vorgeführt bis zum geht nicht mehr. Die wissen nicht, wo die Leiche ist. Die melden sich. Die waren ja dann mehr damit beschäftigt, uns auszufragen, wer uns besucht hat, wer was gesagt hat, in dem Wortlaut oder anders, weil die müssen Berichte schreiben. Am Dienstag sind die, am Sonntag abends sind die gekommen. Das Bundeskriminalamt in Begleitung von der örtlichen Polizei. Der örtliche Polizist hat als Dolmetscher fungiert, weil mein Deutsch so schlecht ist. Ist das so? Sie sind doch hier geboren, oder? Ja, ich bin hier geboren. Meine Eltern sind 68 nach Deutschland gekommen. Ich bin deutscher Staatsbürger. Ich brauche keinen Dolmetscher. Der ist gekommen, der wollte übersetzen, habe ich gesagt, bitte reden wir auf Deutsch und denken die drei, wir lästern über die. Mir war das unangenehm. Dann haben sie die DNA genommen von mir, von meiner Frau, von einem Geschwisterteil. Es ist immer schlimm. Es tut weh, wenn ich den Menschen erzählen muss, dass mein Sohn überhaupt nicht polizeibekannt war. Dass seine Fingerabdrücke nicht registriert wurden. Also waren. Weil wenn ich so einen Nachnamen trage, bin ich sofort mich verdächtig verurteilt. Der gehört dahin. Aber die mussten das machen, weil seine Fingerabdrücke waren nicht registriert. Das war am Sonntag. Dienstagabend bekomme ich den Anruf, Leichenfreigabe. Die wollen wissen, welcher Bestatter es macht.
Und der Bestatter soll ihn bei der Gerichtsmedizin abholen, aber nur der Bestatter, keine Familienangehörigen. Warum nicht? Das habe ich am nächsten Tag erfahren, warum nicht. Am Mittwoch bin ich hingefahren, weil kein Mensch hat mir gesagt, an was mein Sohn gestorben ist. Kein Mensch. Die einen sagen, ihm wurde zweimal in die Brust geschossen. Der eine sagt, in den Kopf geschossen. Ich habe nur vom Armschuss gewusst, mehr wusste ich nicht. Und am Dienstag bin ich hingefahren, es ging um das Grab, wo er beerdigt wird. Wir sollen uns das Grab, also die Grabstätte angucken, die Örtlichkeit. Und ich habe dem vom Friedhofsamt gesagt, ich will meinen Sohn sehen. Man sagt zu mir, das geht nicht, wir müssen auf den Bestatter warten. Ich habe ihm gesagt, sagen Sie mir, wo er ist. Ich mache es alleine, ich brauche niemanden. Ich habe keine Angst vor Toten. Ja, dann war er so freundlich, hat mich und den Herrn Hashimi dahin gebracht. Wir haben die Särge aus diesem Kühlhaus rausgeschoben. Ich habe ihm gesagt, Sie können jetzt gehen, ich mache das alleine. Ich muss das respektieren. Der war auch wirklich sehr freundlich. Und ich habe den Sarg aufgemacht und habe diesen Sack gesehen, den schwarzen. Als ich den Sack aufgemacht habe, ich habe alles erwartet, nur nicht das, was ich gesehen habe. Ich war auf alles vorbereitet, nur nicht auf das. Was haben Sie gesehen? Wie Sie ihn zugerichtet haben. Sie haben ihn von hier oben bis unten hin aufgeschlitzt. Das komplette Bein. Den Kopf haben die so aufgesägt und wieder zusammengetackert, zusammengenäht. Wissen Sie, Sie erwarten einen Toten, Sie erwarten alles, aber nicht so etwas. Und das hat Ihnen niemand gesagt? Niemand hat mir gesagt, was die da machen. Ehrlich gesagt, ich hätte es niemals erlaubt. Niemand. Von wegen Spurensicherung. Wir müssen es wissen. Für was? Ich darf nicht wissen, wie ich so weit kommen konnte, weil er wird gemauert und geblockt. Keiner weiß es. Aber die müssen das genau wissen. Und dann erzählt man mir was von Wissenschaft. Was ist das für eine Wissenschaft? Dr. Frankenstein oder was? Ich bekomme diesen Anblick nicht mehr aus meinem Kopf. Ich bekomme das nicht mehr raus. Und dann war die Beerdigung. Dann kam die Beerdigung. Die war am Freitag. Wissen Sie, seit der Tat und dieser Beerdigung, Sie möchten das Kind in die Erde bringen, es muss sein. Und dann kommt der Tag und dann sehen Sie, Sie wollen es gar nicht, Sie wollen es nicht wahrhaben. Sie möchten es nicht. Aber es muss sein. Das haben wir noch hinter uns gebracht. Alles, was Sie machen, ist nur noch motorisch. Sie denken nicht mehr. Sie sind körperlich sind Sie da. Körperlich ja, physisch. Aber psychisch sind Sie ganz woanders. Dann kam die zentrale Trauerfeier. Der Bundespräsident war da, die Bundeskanzlerin, die Angehörigen. Manche habe ich vom Sehen, die Kinder waren befreundet. Ich habe den Gürkamp gekannt, Mercedes habe ich gekannt, aus dem Kiosk, wo die da gearbeitet haben. Man hat sich mal höflich gegrüßt, auch wenn sie nicht im Kiosk waren danach. Hat sich ausgetauscht, wie geht's. Mercedes auch. Ich glaube, was ganz menschlich ist. Ferhat habe ich auch gekannt, er war gut mit meinen Söhnen befreundet. Dann die zentrale Trauerfeier. Sie sind da, sie sitzen da, sie bekommen das alles mit. Aber sie sind so gelähmt, dass sie nicht wissen, sie kennen die Menschen, aber sie vergessen die Namen. Sie wissen ungefähr, wer es ist. Da gab es eine Situation, Olaf Scholz ist auf mich zugekommen, hat mir die Hand, hat sein Beil ab. Ich wusste, wer es ist. Ich wusste, wer es ist. Natürlich kennt man den Vizekanzler. Aber mein Gehirn war so blockiert, dass ich es nicht wahrgenommen habe.
Ich habe mich bei ihm entschuldigt danach, weil ich, also wissen Sie, wenn ich jemanden grüße und er mich so anguckt, ist es für mich respektlos. Aber in dem Augenblick, ich war wie tot, wie eine Leiche. Dann kam das mit dem Obduktionsbericht. Es wurde dem Anwalt zugeschickt. Ich bin hingefahren, wollte mir das durchlesen. Ich wollte wissen, woran mein Sohn gestorben ist. Er hat mich noch vorgewarnt. Bitte mach das nicht, das ist nicht gut, ich werde es erkennen. Nein, ich will das sehen mit meinen eigenen Augen. Und dann habe ich überhaupt registriert, was die mit meinem Sohn gemacht haben. Wen interessiert, wie schwer seine Organe sind? Wen interessiert das? Hat das was mit dem Fall zu tun? Was ist daran bitte schön wissenschaftlich? Wenn einer seinen Körper der Wissenschaft zur Verfügung stellt, respektiere ich das. Aber was hat mein Sohn denn so Falsches gemacht, dass ihn so auseinandernimmt? Und für was? Da drin steht, die Polizei war um 0.35 Uhr vor Ort. Um 0.35 Uhr ist er für tot erklärt worden. Bei 0.15 Uhr kam die Polizei zur Leichenbeschauung. Er beschreibt meinen Sohn, Aussehen, männlich, orientalisch, südländisches Aussehen. Ich frage mich, was ist an einem dunkelblonden, blauäugigen, hellhäutigen jungen Mann orientalisch-südländisch? Der Name und der Nachname. Hamza orientalisch, der Nachname südländisch. Er beschreibt seinen Namen und seinen Nachnamen. Er schreibt rein, die Augenbrauen sind kosmetisch verändert, augenscheinlich gezupft. Waren sie gezupft? Da ist kein Wort wahr dran. Ich kann Ihnen Bilder zeigen, seit er 12 war. Er hatte die Augenbrauen seiner Mutter dünne. Da war nie was gezupft oder kosmetisch verändert. Nichts. Ich weiß gar nicht, wo der hingeguckt hat. Weil ihn das überhaupt nicht interessiert hat. Hamza Kurtovic. Wahrscheinlich hat er sich, in meinen Augen, hat er sich in sich gedacht, Gott sei Dank haben wir ein weniger. Und dann steht drin, es ist kein Widerspruchsberechtigter gegen die Obduktion bekannt. Und ich sitze bei dem. Da steht drin, es ist kein Widerspruchsberechtigter gegen die Beschlagnahmung der Leiche drin. Und ich sitze bei dem. In dem Augenblick, als er reinkam, der Polizist um 2:30 uns durchgerufen hat, wusste er schon, dass er tot ist und es im Krankenhaus liegt. Wusste er es. Nur Sie wussten es nicht. Nur ich wusste es nicht. Also konnten Sie auch keinen Widerspruch einlegen, weil Sie ja gar nicht wussten. Ja, aber da steht, dass keiner bekannt ist. Und ich sitze bei dem. Das ist eine Lüge. Hat Hamza noch bei euch gelebt? Ja, ja, der hat zu Hause gelebt. Der hat gesagt, er wird niemals von zu Hause ausziehen. Der hat immer davon geträumt, so ein Mehrfamilienhaus, dass wir es in der Familie kaufen, dass die ganze Familie zusammenbleibt. Wenn wir nochmal auf ihn zurückkommen, was war denn Hamza eigentlich für ein Mensch? Wissen Sie, er war ein Sohn, den man sich nur wünschen kann. Bei ihm stand die Familie an erster Stelle. Die Familie ist heilig. Vater, Mutter, die Geschwister, das ist heilig. Und keiner darf daran. Da darf keiner dran gehen. Er hat ein Konto aufgemacht bei der Commerzbank. Und dann kommt er nach Hause und sagt, Papa, du musst mitkommen zum Termin. Dann habe ich ihm gesagt, Junge, du bist doch volljährig. Du bist 22 Jahre alt. Was will ich? Nein, du musst mitkommen. Ich habe gesagt, ich habe mir gedacht, er will irgendwie den Bürgschaft von mir oder so etwas. Dann kam er von der Arbeit, hat geduscht, wir haben jetzt den Termin, wir sind hingefahren. Er hat sich vorne gemeldet, in diesem Foyer. Der Sachbearbeiter kam von hinten, hat uns an den Tisch gebracht. Das Erste, was ich ihn gefragt habe, sagen Sie mir doch bitte, was ich hier will. Er ist volljährig. Sagt er zu mir, ja, ich weiß, dass er volljährig ist, aber ich wollte nur den Mann sehen, der ihn so erzogen hat.
Und dann habe ich mir gedacht, er hat irgendwas Falsches gesagt oder was Falsches gemacht. Das ist das Erste, was man. Ich war, wie meint sie das, sagte zu mir. Ich habe noch nie einen jungen Mann in seinem Alter gesehen, der so reif ist und sich so benehmen kann. Er ist immer sauber, wenn er kommt. Er ist pünktlich. Er kann sich artikulieren. Er ist hierher gekommen. Er wollte eine Umschuldung, also von seiner alten Bank. Er wollte sich ein neues Auto kaufen. Das war kein Geheimnis. Sagt er, und er hat mir, er kam mit den Unterlagen, sagte, so vorbereitet. Sagt er hat sich richtig, und ich wollte nur mal den Mann sehen, der ihn so erzogen hat. Sagt er, normalerweise in seinem Alter, die Jungs, die kommen rein, die benehmen sich, wie sie sich benehmen. Das ist nicht schlecht gemeint, böse gemeint. Aber er war in dieser Hinsicht ganz anders. Und da wusste ich, ich habe alles richtig gemacht. Er hat ja auch sein erstes Lehrlingsgehalt gespendet. Können Sie darüber nochmal erzählen? Er hat seine Schule beendet, konnte keinen Ausbildungsplatz finden. Da hat er gesagt, bevor ich jetzt zu Hause hier rumliege, gehe ich arbeiten. Da hat er gearbeitet in der Firma, über eine Zeitarbeitsfirma, ist reingekommen. Da hat er auch seinen Ausbildungsplatz bekommen. Und er war nicht, das heißt, er war sparsam. Er konnte mit Geld umgehen. Und als er sein erstes Azubi-Gehalt bekommen hat, sagte er zu mir, Papa, ich habe noch Rücklagen, aber das Geld, was ich jetzt verdient habe, davon sollen andere Menschen was haben, denen es schlechter geht als uns. Das hat er gespendet. Und er hat auch immer Geld gespendet, ohne es jemandem zu sagen. Wir haben es später erst auf seinen Kontoauszügen gesehen. Auf seinen, die Freunde von ihm, die haben 10, 20 junge Leute, sagen, komm, diesen Monat spenden wir schicken Geld nach Afrika. 20, 30 Euro, jeder tut niemandem weh, aber für die anderen ist es viel. Und er hat nie damit angegeben. Das war seine Pflicht. Oder wenn er Menschen gesehen hat, die betteln oder so, er konnte nie daran vorbeigehen, ohne dem was zu geben. So war er. Wie war es für Ihre Familie, auch für die Geschwister und für Ihre Frau, den Sohn zu verlieren? Es sind 18 Monate jetzt vorbei und es fühlt sich immer noch so an wie am ersten Tag. Er fehlt an jeder Ecke. Er fehlt an jeder Ecke. Wenn wir uns zum Essen hinsetzen, der Stuhl ist leer. Sein Lachen fehlt. Sein Humor, seine Sprüche, es fehlt alles. Dazu kommt ja dann noch nicht nur der Verlust eines ihrer Söhne, sondern auch noch die Dinge, die dann im Lauf der Zeit passiert sind. Ich habe ein Interview von Ihnen gelesen, in dem haben Sie mal gesagt, ich glaube, dass vieles anders gelaufen wäre, wenn die Opfer andere Namen hätten. Können Sie darauf nochmal eingehen, ja, wie Sie das gemeint haben? Wenn die Opfer andere Namen gehabt hätten, wären Widerspruchsberechtigte gegen die Obduktion bekannt. Die hätten den Angehörigen zugelassen, einen letzten Blick nochmal auf ihren Liebsten zu werfen. Und ich sage das, weil sie den Täter besser behandelt haben als die Toten, als die Ermordeten. Das liest sich aus der Akte so. Inwiefern? Bei dem Täter ist ein Widerspruchsberechtigter gegen die Obduktion bekannt. Bei uns geht es ja schon so weit, dass die behaupten, dass die mit uns am 19. über die Obduktion gesprochen haben. Mein Sohn ist am 20. für tot erklärt worden. Wie soll das funktionieren? Wir haben alle erst am 20. um 6 Uhr morgens, 6:30 erfahren, dass sie tot sind. Und die behaupten, dass sie mit uns am 19. gesprochen haben. Die belügen den Generalbundesanwalt. Die belügen den Richter, der diese Verfügung unterschrieben hat. Uns haben die sowieso vorgeführt und belogen. Und dann frage ich mich, wie soll ich noch trauen? Wem soll ich vertrauen? Und wenn Sie einen Polizeibeamten darauf ansprechen, sagen die alle, ich kann mich dazu nicht äußern. Ich weiß, dass in Deutschland Hundekämpfe und Hahnkämpfe verboten sind.
Aber dass es auch verboten ist, innerhalb der Polizei kritisch zu sein, das habe ich nicht gewusst. Das muss ich jetzt erfahren. Weil diese Loyalität innerhalb dieser Chorgeist, der geht zu weit. Ehrlich gesagt, ich frage mich selbst, wenn die ihren Eid ablegen, ob die da nicht Karten wie bei der Cosa Nostra verbrennen. Diese Verfassung ist anscheinend auf die ihren Eid ablegen, nichts wert. Inwiefern haben Sie dann auch Rassismus von Polizeibeamten erlebt? Orientalisch-südländisch. Können Sie das genauer beschreiben? In der Leichenbeschreibung schreibt orientalisch-südländisch. Der Vater von Willy Burel Pau hat mir erzählt, dass zwei Polizisten am Tatort gesagt haben, die hätten nicht gedacht, dass ein Zigeuner Zivilcourage hat. 3 Monate später war der im Polizeipräsidium und im Vorbeigehen sagte einer Polizist, das ist doch der Vater von dem Zigeuner mit den dicken Eiern. Dann frage ich mich, was ist das? Ist das freie Meinungsäußerung oder ist es Rassismus? Was ist das? Das heißt, Sie haben über Opfergruppen gesprochen, haben das Z-Wort verwendet, das man eigentlich nicht verwenden sollte. Aber das spielte offensichtlich auch noch eine Rolle, dass einige der Ermordeten einen Sinti- oder Roma-Hintergrund hatten. Ja, ja. Dieses Wort ist schon schlimm genug. Aber wenn man es aus dem Mund eines Polizisten noch hört, dann ist es noch schlimmer. Weil er ist doch dafür da, es zu verhindern. Das ist seine Aufgabe, oder? Es sind ja in der Nacht offensichtlich auch Fehler gemacht worden. Wissen Sie, ich habe das am Anfang an gesagt, ich wollte es nicht so direkt aussprechen. Dann kam raus, dass 13 SEK-Beamte, die im Einsatzort waren, in rechtsradikalen Chatgruppen sind. Die andere Zeitung schreibt, dass es insgesamt 50 sind, auch Polizisten, nicht nur das SEK, auch andere, die im Einsatzort waren. Und wenn wir immer von Einzelfällen sprechen, in einer Chatgruppe sind mehrere Personen zu einer Gruppe zusammen. Für uns Normalsterbliche sind ab drei Bildung einer kriminellen Vereinigung. Aber hier haben wir Einzelfälle im 50er-Pack. Im 50er-Pack. Und so etwas hat in den Sicherheitsbehörden nichts zu suchen. Nichts. Und wenn der Ministerpräsident, offiziell heißt es doch immer, wir sind dagegen. Wenn ich das Reden von dem höre und dann die Taten ansehe, was gemacht wird, ist es ein Widerspruch in sich. Aber hier kommt das berühmte Wort Einzeltäter. Einzeltäter. Ja, er war einzeln unterwegs. Aber es kann nicht sein, dass das keiner mitbekommen hat. Der ist ja nicht vom Einzelnen vom Mond gefallen, mit dem Fallschirm gelandet und hat dann losgeschlagen. Nein, sowas nicht. Wie ist es für Sie, dass bei Gedenkveranstaltungen, wenn es um Ihren Sohn und die anderen Ermordeten geht, auch immer wieder AfD-Funktionäre eingeladen werden? Wissen Sie, wenn ich gewusst hätte, dass zur zentralen Trauerfeier der Fraktionsvorsitzende der AfD, dass er im Saal sitzt, wäre ich da niemals hingegangen. Ich wäre da niemals hingegangen aus Respekt vor meinem ermordeten Sohn. Der Täter hat sich tagelang vor der Tat Höcke mit uns reingezogen, Pegida-Reden. Die hat sich reingezogen. Das wissen Sie aus den Ermittlungsakten? Ja. Und dann werden die noch eingeladen. Das ist halt nicht so schlimm. Demokratie. Ja, Demokratie, aber irgendwann muss es eine Grenze geben. Ja, hier ist die Grenze. Feierabend. Fertig. Zum Schluss vielleicht noch drei Fragen. Welche Träume und Pläne hatte denn Ihr Sohn,
der ja erst und nur 22 Jahre alt wurde, noch für sein Leben. Er wollte unbedingt ein neues Auto haben. Er wollte die Welt sehen. Er wollte die Welt sehen. Er wollte irgendwann eine Familie gründen, wie der normale Mensch. Hanau war für ihn Heimat. Ja, das war seine Heimat. Er wollte hier nie weg. Er hat sich wohl gefühlt. Er hat hier niemals, es gibt keinen Menschen, der sagen kann, dass er meinen Sohn gehasst hat. Er konnte mit jedem gut. Mit wem er nicht konnte, hat er gelächelt, ich habe keine Zeit, ich muss schnell weg. Er hatte so ein Gefühl, mit wem er auf einer Wellenlänge ist, mit wem nicht. Und er wollte sich mit niemandem streiten. Für Sie ist Hanau ja auch Heimat, Sie sind hier geboren. Nein, ich bin in Schweinfurt geboren. Okay, Sie sind ein gebürtiger Unterfranke. Ja. Und leben aber schon lange in Hanau. Seit über 25 Jahren. Und hat diese Tat für Sie etwas verändert in Bezug auf Ihr Verhältnis zu Deutschland? Ich habe jetzt zu spüren bekommen, dass ich, der hier geboren ist, der deutsche Staatsbürger hat, ist und meine Kinder, nicht mal meine Enkelkinder werden zu diesem Land gehören. Wir werden immer Fremde bleiben. Wir werden immer Fremde bleiben. Es tut mir leid, dass ich es sagen muss, aber so ist es. Wenn ich Deutscher wäre, würde man mir nicht den Ausländerbeirat schicken, man würde mir nicht einen Migrationsbeauftragten schicken und keinen Dolmetscher. Auf der einen Seite redet man von Integration, von Deutschkursen. Ich habe hier die Schule besucht, ich habe sie hier abgeschlossen und trotzdem schickt man mir einen Dolmetscher. Seit den 60er Jahren, als mein Vater gekommen ist, er ist nicht alleine gekommen, er wurde geholt. Also woher kam Ihr Vater? Aus dem ehemaligen Jugoslawien. Für 2 Jahre ist er gekommen. Und dann hieß es, bleibt noch 2 und dann bleibt für, und dann bleibt. Und dann kam irgendwann mal das Wort Toleranz. Wenn ich den Duden aufschlage, und Toleranz sehen. Wissen wir, was Toleranz ist? Duldung. Das ist Duldung. Man wird geduldet, man wird toleriert. Wieso hat man nicht das Wort Respekt benutzt? Wieso nicht? Nach Ihrem Sohn wird demnächst ein Preis benannt. Ja. Was bedeutet das für Sie? Sehr viel. Damit er als Mensch und als Person und seine Persönlichkeit nicht vergessen werden. Welche Wünsche haben Sie und Ihre Familie noch für die Zukunft? Wir haben immer nur einen Wunsch gehabt, vom ersten Tag an. Wir wollen, dass dieser Fall hier aufgeklärt wird. Wir wollen wissen, wie es so weit kommen konnte. Wer seinen Job nicht gemacht hat. Wir wissen es. Es ist offensichtlich. Es ist aktenkundig, wer seinen Job nicht gemacht hat. Und wir möchten, wir wünschen uns das, dass es aufgedeckt wird, dass diese Fehler eingestanden werden und auch, dass diesen Fehlern Konsequenzen gezogen werden, Lehren gezogen. Es kann nicht sein, dass man immer wieder dieselben Fehler macht. Bei einem normalen Menschen wird man sagen, der ist unbelehrbar. Der ist unbelehrbar. Es bringt nichts. Aber wissen Sie, wir haben seit 20 Jahren einen Ministerpräsidenten in Hessen, der ein Meister ist im Wegducken, Verstecken, Vertuschen. Und irgendwann reicht es. Es ist zu viel. Ein Menschenleben ist schon zu viel. Ein Menschenleben. Und hier sind 9 Menschen ermordet worden innerhalb von 5 Minuten und 6 Sekunden.
Das ist zu viel. Unschuldige Menschen. Und wenn man sich das alles aufrollt und guckt, der Notruf ist nicht erreichbar. Es ist den Behörden seit 20 Jahren bekannt. 2016 wurde ein Terroranschlag geprobt in Hanau. Und es kam zu einem Schlussfolgerung. Der Notruf ist nicht standesgemäß, zeitgemäß. Die Polizei ist unterbesetzt. 2016. Die Tat ist 2020 passiert. Dann frage ich mich, was haben die in 4 Jahren gemacht? Haben die es drauf ankommen lassen? Haben die Lotto gespielt? So, ach, passiert schon nicht, lass mal. Das ist grob fahrlässig. Dann kommen wir zum zweiten Tatort Arenabach. In dem einen Bericht steht, Notausgang war abgeschlossen. Das ganze Viertel weiß, dass der Notausgang immer abgeschlossen ist. Das ganze Viertel weiß es, dass die Polizei es angeordnet hat. Das war kein Geheimnis. Selbst der Barbetreiber hat kein Geheimnis draus gemacht. Ja, die haben es mir gesagt, ich muss es machen. Jetzt sagt man, die Tür hat geklemmt. Dann sagt man, die war man auf, jetzt war sie mal zu. Und das Verfahren wird eingestellt. Dann frage ich mich, wo ist dieser Rechtsstaat? Wo ist die Gerechtigkeit? Spätestens die Justiz sollte doch unabhängig sein. Würden Sie sich noch eine Gerichtsverhandlung wünschen? Ja. Ich will wissen, welcher Schwachkopf anordnet, dass der Notausgang abgeschlossen wird. Wieso müssen da drin Menschen sterben? Oder darf man das nicht wissen? Hat irgendjemand sich mal bei Ihnen entschuldigt? Für was denn? Für die Verfehlungen? Nee, es gab ja keine. Exzellente Polizeiarbeit. Hat der Innenminister gesagt, ich gratuliere. Ohne rot zu werden. Ohne rot zu werden.